Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead Space, dem Remake. Im letzten Part konnten wir einen Asteroiden mit dem SOS-Sender losschicken, der uns hoffentlich bald Hilfe holen kann. Allerdings müssen wir jetzt auch erst einmal noch die Kommunikation in Gang setzen, damit der Sender an sich überhaupt auch funktioniert. Quasi noch mal eine Kleinigkeit, um die wir uns im Nachhinein, nachdem der Sender draußen ist, doch noch mal kümmern müssen. Sonst, ja, können wir es gleich vergessen. Also dann, an sich das Kapitel ist ja eigentlich schon durch. Ich warte jetzt nur noch auf die Trophäe. Ja, ich bekomme die Bronzetrophäe SOS. Kapitel 7 ins Leere fertig. Und wir bekommen Suchen und Retten. Kapitel 8. Hier zur Brücke. Kann ich hier auch noch mal lang? Hier ist ein. Okay. Wo führt der Aufzug denn hin? Ah. Ich kann mich auch ein anderes Mal genauer auf den Stationen umschauen. Kann ich einfach direkt hier rüber? Nee, hier zur Brücke. Okay. Da ganz nach vorne. Let's go. So. Zurück zur Brücke. Lang ist's her, dass wir da waren. Ich schaue jetzt mal währenddessen auch die ganze Zeit nach draußen. Kann ja sein, dass da was passiert. Keine Ahnung. Letztes Mal habe ich das Gefühl, ist ja mal was bei der Fahrt mit der Monorail passiert und da. Ja. Hab's erwartet, trotzdem gezuckt. Alter. Ja, auch diesmal war nichts zu sehen. Das Spiel will einen umbringen, also echt nichts für ein schwaches Herz. Cool. Hallo, da bin ich wieder. Geschafft! Alter. Ham, Isaac, ein Schiff kommt gerade an. Die USM Valor, die haben sicher unser SOS gehört. So schnell? Was macht ein Militärschiff hier draußen? Patrouille vielleicht? Egal, ich würde mich jetzt sogar von Piraten retten lassen. Geh zum Kommunikationsraum. Sobald das Array repariert ist, bekommen wir schon unsere Antworten. Nice. Geh zur Brücke. Okay, repariere das Comm-Array. Genau, das Kommunikationsarray. Finde den Rig von Kommunikationsoffizier Bailey. Okay. Wir sollen da lang, deswegen gehe ich erstmal hier hin zur Kryogenik. Wait. Aha. Okay, ich werde jetzt hier nicht komplett rumgehen. Ich war hier ja schon mal. Das kommt mir auch alles bekannt vor. Ich werde irgendwann auf jeden Fall auch noch einmal über jede Station drüber gehen und. Alter, was zum. Und eventuell verschlossene Türen dann auch aufsperren, nur bevor ich nicht die Master-Überbrückung habe, sprich die höchste Sicherheitsfreigabe, die ich hier kriegen kann. Vorher lohnt es sich für mich nicht, hier großartig rumzulaufen. Ach, da unten ist doch das Dingen. Ich muss nur noch dorthin kommen. Hoffentlich geht das jetzt. Ja. Na, könnt ihr euch noch erinnern? Wo uns das eine Viech komplett überrascht hat. Beinahe dadurch das dicke Panzerglas gebrochen ist. So. Ich überlege gerade, ob hier auch eine Stasi-Station irgendwo in der Nähe ist. Da lang? Ja.
Ich hätte mir denken sollen. Oh shit! Oh. Nein! Ich dachte, ich hätte noch genug Zeit, zumindest die drei Dinger zu öffnen, bevor die Gegner da sind. Eindeutiges Nein. So viel Zeit habe ich definitiv nicht. Okay, ich kann das ja auch später öffnen. Ich habe ja genug im Inventar. Der letzte automatische Speicherpunkt war vor der Fahrt? Ach komm. Das ist jetzt schon ein bisschen fies. Na gut, dann setze ich einen kleinen Schnitt. So Leute, da wäre ich auch wieder. Diesmal habe ich manuell noch abgespeichert, bevor ich hier reingehe. So. Oh Gott. Was? Oh Gott. Oh nein, ich hätte doch noch einmal. Ah. Alter, das gibt es nicht. Quarantäne aufgehoben. Alter. Die waren ja verdammt hartnäckig. Okay. Schon wieder. In der lokalen Kommunikation gibt's Rückkopplungen. Wenn sich das vom Kommunikationsarray ausbreitet. Nein, das ist es nicht. Also, die Tür zum Kommunikationsraum ist offen. Du kannst zur Kontrollstation gehen. Und Isaac, pass auf, was du sagst. Ich glaube, jemand hört zu. Freigabe bestätigt. Mhm. Freigabe bestätigt. Ja, interessant auch, dass die gute Daniels uns fast Hammond genannt hat. Als sie Kontakt mit uns aufgenommen hat. Mhm. Gibt einem schon ein bisschen zu denken, ne? Hammond, der hat jetzt auch scheinbar einmal den Marker gesehen und das hat sowohl bei Isaac als auch bei Daniels auch nochmal so eine Art kleine Rückkopplung ausgelöst. Die beiden waren beim Anblick des Markers, obwohl die beiden es nur über die Übertragung gesehen haben, scheinbar auch irgendwie gewissermaßen, ja, irgendwas ist bei denen dabei auch passiert. Man hat's gemerkt, ne? Schon krass. So. Auf so einem engen Aufzug dann noch kämpfen zu müssen gegen ein Vieh, das wäre halt auch nochmal ultra hart. Gar kein Bock. Cool. War ich nicht sogar schon mal hier? Ich meine ja. Aha. Oh Gott, nein.
Moment. Bam. Bam. Okay, eins down. Na los, zeig deine Ekeldinger. Den ekligen Patzerchen. Das Gute ist, an dieser Stelle bin ich auch vor seinen kleinen Drecksviechern sicher. So. Oh no. Oh Mann, da ist wieder so ein Explosionsding gewesen. Die sehe ich auch natürlich immer erst dann, wenn die Gegner schon down sind. Nur kurz nochmal gucken, ob hier nicht noch irgendetwas ist. Nein, etwas, das vorher vielleicht noch verschlossen war und nicht zugänglich war. Das ist immer noch verschlossen. Ja, wäre ich mal von dieser Seite nochmal hierher gekommen. Und dann droppen die auch nochmal tatsächlich einfach nur so ein kleines bisschen Munition. Man braucht so viel, um die zu erledigen. Und dann droppen die nur so wenig. Oh, okay. Naja, was will man machen? War da noch irgendetwas? Elektrische Anlagen. Ich erinnere mich. Ja. Okay. Nun denn. Hallo. Na, wollte schon sagen. Hallo, neues Räumchen. Credits, Stasepack, Impulsprojektile. Impulsprojektile. Stasepack könnte ich eventuell gleich nochmal gebrauchen. So, Moment. Erstmal gucken. Munitionstechnisch bin ich noch einigermaßen gut dabei. Alles prima. Wobei das Magazin von einer Waffe ist beinahe down. So, einmal so drauf stapeln. Passt. Ist der Weg wenigstens schon mal frei. Kommunikationskontrollraum. Gut. Hier kriegen wir auch nochmal einen kleinen Speicherpunkt geschenkt. Kommunikationsarray offline. Ein Reparaturtechniker wurde informiert. Cool. Wie man die Viecher schon draußen rumkrabbeln sieht, ne? Wie Kakerlaken. Sivana befindet sich in Warteposition. Was macht die Kommunikation? Hinüber. Jemand hat wohl die Parabolantennen kurz geschlossen. Also sind wir am Arsch. Nein, das war schlampig gemacht. Ein paar funktionieren noch. Wenn ich einen neuen lückenlosen Schaltkreis baue, können wir ein Signal senden. Kurze Reichweite zwar, aber es müsste gehen. Okay, los. Ich... behalt ihr alles im Blick. Cool. Ah, jetzt doch. Ein Audiolog. Logbuch des Kommunikationsraums. Kommunikationsoffizier Bailey hier. Ich möchte das festhalten. Das Schiff wird angegriffen, aber Captain Assayas weigert sich, einen Notruf abzusetzen. Und wir alle wissen warum. Diese ganze Angelegenheit ist illegal. Ecke 7 war abgeschottet. Sie wussten es, wir wussten es. Und sie haben nichts gesagt. Das ist jetzt vorbei. Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist die USG Ishimura. Wir brauchen... Moment. Verfluchte Scheiße. Verdammt. Er hat das ganze Kommunikationsarray offline genommen. Es ist vorbei. Wow.
Ja, ziemlich fix aufgegeben, der gute Mann. So, das ist meine Art und Weise, in dieser Situation zu sagen, rest in peace. Denn, ja, sonst wirst du nur zu einem dieser Viecher, früher oder später. Baileys Rig. Da haben wir sie ja. Oder ihn, den Rig. Okay, cool. Aber mindestens einen weiteren Rig kommen wir auf jeden Fall auch noch. So viel steht fest, bin ich mir ziemlich sicher. Okay, ja komm, was soll das? Ich muss nicht jede einzelne Speicherstation mitnehmen, aber wäre jetzt auch Blödsinn, wenn ich jetzt extra den ganzen Part über gar nicht manuell speichere. Ist doch auch Blödsinn. Hallo. Okay. Moment. Irgendeine Holo-Nachricht? Oder eine Holo-Aufzeichnung? Nachricht aus dem Array-Speicher abgerufen. Aha. Fortschrittsbericht Captain Benjamin Mathias am Paragon Jordan Luna. Dies ist meine letzte Übertragung. Danach sorge ich dafür, dass wir unsere Pilgerreise ungestört fortsetzen. Wir haben den heiligen Marker erfolgreich an Bord gebracht. Dr. Kine, Experte für den ursprünglichen Marker, entschlüsselt seine Geheimnisse. Es tut mir leid, dass ich Aegis 7 unter Quarantäne gestellt habe. Die Arbeit von Direktor Eckhart wurde dadurch gestört, aber sie leiden unter einer Art Epidemie. Wie dem auch sei, der planetare Abbau beginnt morgen wie geplant. Die CEC kann ihre illegalen Aktivitäten einstellen. Der wahre Preis gehört jetzt uns. Mal sehen, wie Erfkopf das vertuschen will. Ordnen sei gepriesen. Mathias Ende. Mhm. Also man merkt schon, diese gesamte Mission mit der USG Ishimura ist von Anfang an von der Church of Unitology unterwandert worden. Freigabe bestätigt. Von Anfang an hatten die überall ihre Finger im Spiel und die Mission, da ging es denen eigentlich nur darum, den nächsten Marker zu finden und zur Erde zu bringen. Ne? Die wollten einfach den Marker oder einen weiteren Marker finden und den zur Erde bringen, damit sie den ganz offen anbeten können, anstatt dass es so kommt wie beim ersten Marker, der dann ja scheinbar von der Regierung unter Verschluss gehalten wurde. Und zum Schluss hat man dann auch die für die Church of Unitology bekannte Gebetshaltung gesehen. Das war das Wort, was ich gesucht habe, ne? Der hat mit seinen Händen quasi einen weiteren Marker geformt, während er seine Hände zum Beten so gelegt hat. Wisst ihr Bescheid? Für die ist der Marker ja schon fast eine Art Messias-Objekt. Schwerelosigkeit aktiviert. Aha. Wow, sind die schnell. Die sind sehr schnell. Alter. Nein, warum, wo bleib ich denn hängen? Hä? Ich wollte gerade sagen, Alter. Alter, ich bleib hier an Zeug hängen, das... Was ist denn hier alles auf dem Boden überhaupt? So, ihr Drecksviecher. Oh Mann. Gibt's nicht. Ah, Gott. Nein, Alter! Boah, Isaac. Ohne Scheiß, ne? Dieser Boden hier ist das Schlimmste. Komm her. Jetzt auf einmal will ich zu dir und da willst du nicht zu mir, oder was? Du hast ganz genau gesehen, was ich für eine Waffe in den Händen halte, ne? Deswegen wolltest du nicht zu mir. Dieses Sexy. Okay, und bitteschön. Ernsthaft? Du Drecksvieh. Der kann doch nicht mehr so viel Energie gehabt haben.
Ein Tritt hat noch gefehlt, ey, ich kotze. Da will ich jetzt mal ausnahmsweise mit dem Treten Munition sparen und ich krieg trotzdem wieder nur auf die Fresse. Es ist unfassbar. Diese unfassbaren Drecksviecher. Ich hätte einfach das Stase-Pack benutzen sollen. Ach Gott, ey. Komm. Einmal Dreieck. Stase-Pack benutzt und gut ist. Alter, ey, der Boden, der... Guckt euch das an! Hier ist nix! Und es ist so unfassbar buggy, auf diesem Boden zu laufen, ey. So ein Bullshit. Oh, nee. Oh, Spiel, entschuldige. Ich weiß, das ist ein Zero-G-Bereich hier, aber... Das war Bullshit hier. Okay, so. Okay. Wo genau... Was funktioniert jetzt? Also ich sehe ja, was funktioniert. Kommunikationssteuerung. Wie muss ich die ausrichten, Isaac? Er sagt, ich soll eine vernünftige Linie bauen. Das heißt wahrscheinlich... Okay, komm. Dann versuche ich mal, es wirklich so zu machen. Wäre das jetzt nicht eine Linie? Wo ist der Bildschirm? Verdammt. Warte mal. Wo genau? Bin jetzt derzeit ein bisschen verwirrt. Ah! Ich glaube jetzt, raff ich's. So? Immer noch nicht. Hä? Ach Gott, da... Ah Mann, das ist die Perspektive, von der aus ich es betrachten muss. Ach Mann. Oh. Ich habe das vollkommen falsch betrachtet. Okay. Jetzt aber. Ja. Ich muss mich kurz orientieren. Ich habe gar nicht gerafft, dass es so gemeint ist. Die Energie geht von hier aus. Und so muss ich das dann auch jetzt ausrichten alles. Ich muss nach den funktionierenden Dingern suchen. Da einsetzen. So. Okay. Okay, okay. Nee, das sollte lieber drin bleiben. So, noch irgendein funktionierendes Ding hier oben. Nö, alles kaputt. Da. Komm her. Auch aus der Perspektive, ich wollte schon sagen, aus der Entfernung werde ich es ja wohl noch holen können. So. Okay. Irgendwas habe ich richtig gemacht. Ja, gut, gut. Aus irgendeinem Grund wird das nicht richtig erkannt, das Ding hier. Keine Ahnung, wieso habe ich es nicht richtig eingesetzt? Moment. Oh Gott. Jetzt sehe ich das erst. Ich dachte, ich muss die einfach nur so einsetzen. Jetzt sehe ich erst, dass es auch noch solche Dinger gibt. Also... Diese Lichtstrahlen, die zeigen, in welche Richtung die Energie weitergeleitet wird. Ach, sag mir das doch mal einer. Das hier wird jetzt einfach nur so eine Art Puzzlespiel sozusagen. Na gut. Ich glaube, im Original gab es so etwas nicht auf den Dingern. Da war es scheißegal, wie man die ausrichtet. Oh, ich hätte auch das Ding da unten nehmen können. Vielleicht kann ich das ja irgendwo anders noch gebrauchen. Okay, jetzt macht es auch Sinn, warum die Energieflüsse so nicht gezählt wurden. Okay, okay, okay. Jetzt da. Jetzt bräuchte ich entweder etwas, das geradeaus geht, oder... Moment. Das sieht gut aus. So. Und jetzt wohl... Nein, das brauche ich nicht. Das brauche ich. Aha. Und bam. Geschafft. Es hat geklappt. Versuch einen Kanal zu Werner zu öffnen. Okay, Moment.
Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen genauer um. Ich glaube hier... Alter. You spin my head right round, right round. Habe ich jetzt gerade im Kopf gehabt, als ich das Ding gesehen habe. Hier sind einige Credits am Rumschweben. Einfach so. Oh Mann. Will ich da überhaupt rein? Wirkt generell wie eine verdammt schlechte Idee, in sowas reinzufliegen. Aber es wirkte so, als ob ich hier eventuell etwas finde. Irgendetwas Seltenes. Keine Ahnung. Es sah so danach aus. So, wieder zurück auf den Buggy-Boden. Ich glaube, mehr werde ich hier jetzt nicht finden können. Von daher, Alter, ey, das Ding, das wird jetzt auch bis ans Ende von all 6 Tagen rumspinnen. So. Oh. Sorry, aber er hätte mich kirre gemacht, der Gedanke. Schwerelosigkeit deaktiviert. So, jetzt nur noch aktivieren. Und schon müsste es das gewesen sein. Hallihallo, da bin ich wieder. Da bin ich ja schon gewesen, oder? In der Umkleide. Ja. So, Delle. Dann mal... War da was? Ich dachte, da liegt eine Kiste. So, dann mal an das gute Stück. Dies ist eine Antwort auf das SOS-Signal der USG Shimura. Wir senden auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel Nummer 47 aufgenommen und sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Diese Nachricht wird alle 30 Sekunden wiederholt, bis Sie antworten. Oh oh. Rettungskapsel? Ah, Scheiße. Hammond hatte sie abgeworfen. Da war Chen. Diese Kreatur war da drin. Nein. US Umbrella, kommen. Kommen, Bella! Oh, das Signal ist nicht stark genug. Können wir die Langstreckenantenne benutzen? Nein, irgendwas blockiert die Drucktür über dem Kommunikationsarray. Scheiße. Man kann sie im Wartungsraum manuell öffnen. Ich gehe. Versuch sie weiter zu erreichen. Yep. Und es kommt so, wie es auch schon damals gekommen ist. Die haben die Kapsel, in die Hammond einen der Nekromorphen gesperrt hat, aufgenommen. Und ja, wer weiß, wie lange diese Nachricht jetzt schon an uns geschickt wurde. Erst jetzt empfangen wir sie ja. Keine Ahnung, die können die Nachricht wahrscheinlich schon seit, keine Ahnung, 30 Minuten permanent gesendet haben, seit einer Stunde vielleicht sogar. Ne? Und die wird alle 30 Sekunden wiederholt, schön und gut, aber jetzt haben wir sie ja zum ersten Mal gesehen, weil jetzt erst das Kommunikationsarray repariert ist. Sprich, weiß Gott, wie viel Zeit jetzt schon vergangen ist, seit sie die Nachricht abgesetzt haben. Zusammen mit der Rettungskapsel, von der sie nicht mal den Inhalt kennen. Schwierig, heiß. Gefärben. Danke. Boah, da hat gerade eben noch so eine Klinge gereicht. Ja, ist ja gut, danke. Warte. Gerade eben hat sich mein Wecker wieder gemeldet. Okay. Ich bin jetzt gerade drauf und dran, wieder zurückzulaufen. Kurz auf die Map gucken. Wo war der letzte Shop? Der war oben, oder? Denke ich. Ja, ich denke schon. Ja gut. Ich mache noch einmal einen manuellen Speicherpunkt hier. Kann ich ja ruhig nochmal nutzen. So. Nice. Okay, theoretisch könnte ich den Part an der Stelle beenden, aber ein bisschen zocke ich noch. Zumindest bis zum nächsten manuellen Speicherpunkt. So, hier bin ich schon gewesen in dem Lager, oder? Jo.
So, jetzt können wir hier lang. Jetzt ist dieser Weg auch frei. Hallo, Energieknoten. Den wir sehr gut gebrauchen können gerade. Zack. Easy. Oh, hi. Brauchen wir den? Nein. Wirklich nicht? Oh, ich wollte schon sagen, ey. Warum hat er mich dorthin geführt? Komisch. Das Ding wird immer schneller. Haha! Hi! Puh! Cool. Da habe ich mal für eine Sekunde leichte Ninja-Skills gehabt oder leichte Ninja-Reflexe. Ich sage ja keine krassen, ich sage nur leichte. Und dadurch... War das eine Halbleiter oder waren das Credits? Ich glaube, das war... Ich glaube, das war... keine Ahnung. Kann beides gewesen sein. Und ein Textlog. Gut. Und ich sehe die Werkbank. Nice. Persönliches Logbuch E. Bailey, erster Kommunikationsoffizier, unser Besucher. Es ist wieder passiert. Das dritte Mal in den letzten, wie lang auch immer. Ich kam nach der Schicht rein und Rousseau war wieder am Sender. Xia sah furchtbar aus. Ich weiß nicht, ob Xia seit dem letzten Mal als... Okay. Warum hat er jetzt so oft Xia geschrieben? Und vor allen Dingen bei den nächsten beiden Malen auf einmal klein. Okay. Xia sah furchtbar aus. Ich weiß nicht, ob Xia seit dem letzten Mal, als ich Xia hier erwischte, überhaupt geschlafen hat. Nicht gerade beruhigend. Rousseau hat mich nicht kommen hören, also habe ich diesmal nur gelauscht. Xia unterhielt sich wieder mit der Kommunikationsstaffel. Xia redete und hörte zu. Dann lachte Xia sogar. Gott, wie lange ist es her, dass jemand auf diesem verdammten Schiff gelacht hat? Ich weiß, ich sollte im Maschinenraum Bescheid sagen. Ich habe Rousseau schon mehrmals gesagt, dass wir keine Kommunikationsstaffel haben. Dass die Anlage irreparabel kaputt ist, dass niemand kommen wird, um uns zu retten. Und Xia hört mir zu, aber es ist, als würden die Gedanken einfach wieder aus Xisem Kopf verschwinden. Als ob es zu viel wäre. Ich verstehe das. Alles auf diesem Schiff ist zu viel. Diesmal lasse ich Xia also einfach reden. Wenn ein kaputter Sender und ein Mikrofon voller Rauschen Xia hilft, vielleicht sogar dabei, das Schiff ein wenig länger am Laufen zu halten, wer bin ich darüber zu urteilen? Und ja, vielleicht habe ich selbst ein- oder zweimal nach Feierabend den Sender benutzt. Für alle Fälle. Wie heißt es in diesem Gedicht? Hoffnung singt Lieder ohne Worte aufs Neue unentwegt. I guess. So, beim Impulsgewehr würde ich jetzt noch einmal das letzte Kapazitätsupgrade, das momentan verfügbar ist, reinballern. Bam. Strahlenkanone ist ja jetzt komplett leer. Könnte ich auch eventuell wieder Kapazität reinballern und Schaden. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Das lade ich jetzt einfach nach. Sei es drum. So, jetzt haben wir hier 120 Schuss. Let's go. Okay. Wobei... Ich überlege gerade. Nee, passt schon. So, okay. Super Sache, Leute. Dann würde ich an dieser Stelle für heute erstmal Schluss machen und dann... werden wir im nächsten Part sehen, ob Isaac es noch rechtzeitig schafft, die Reichweite des Kommunikationssignals wieder in Gang zu setzen und so eventuelle Nachrichten, die die Typen wieder an uns senden oder die wir an sie senden wollen, eher so rum, ne, dass wir ihnen rechtzeitig noch eine Nachricht schicken können, bevor es zu spät ist. Also dann. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen, Leute. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.